Ja, liebe Zuschauer, verabredet sind wir mit dem Cheftrainer der Deutschen, mit Werner Schuster. Werner, wenn dieser letzte Weltcup nicht in Villingen gewesen wäre, sagen wir mal in Tschechien oder in Italien, egal, wärst du auch mit der ersten Mannschaft angetreten? Passt es in den Plan? Boah, das kann ich jetzt nicht sagen, habe ich nie drüber nachdenken müssen, weil das ist ja schon lang heraus in der Kalender. Also wir machen das mit Überzeugung. Es ist natürlich knapp alles, aber es ist so, dass es hier eigentlich immer ein tolles Springen ist. Wir haben das 2010 schon so gemacht, vor Vancouver, dass wir die Olympischen Spiele aus dem Wettkampfrhythmus rausnehmen. Und es ist eine Strategie und wir stehen hinter der Strategie und machen das so. Und ich denke mir, gerade mit unseren Voraussetzungen, die Saisonleistungen sind im Moment sehr gut. Ja, freuen sich die Leute auf Villingen. Wenn das hier mal ein bisschen klappert oder klopft, dass der Kraftraum ist nebenan hier im Kurhotel Hochsauerland 2010 und das sind wahrscheinlich die Polen, die im Moment ein bisschen ackern. Also lassen Sie sich nicht stören. Ja, Werner, das ist natürlich auch von der ganzen Belastung her eine ziemliche Ecke, die jetzt anliegt. Ne? Ja, das muss man eben rechtzeitig einplanen, wenn man das weiß. Und wie gesagt, das ist immer wichtig, wenn man nicht improvisieren muss. Wir mussten bisher im Saisonverlauf nicht improvisieren, wir konnten unseren Plan durchziehen. Das heißt, wir haben in den Pausen, in den Wettkampfpausen zu Hause, haben wir auf Regeneration gesetzt, auf körperliches Training gesetzt, dass man sich wieder richtig am Wochenende auf Skispringen freuen kann. Und wenn man das langfristig plant, dann sollte das funktionieren. Wie ich Werner Schuster kenne, konzentriert er sich natürlich in erster Linie auf sich, auf seine Mannschaft, aber registriert natürlich auch, was in den anderen Vertretungen los ist. Deine Landsleute, die Österreicher, schwer zu erklären. Oder ist es völlig normal, dass man nach einer Periode, die Morgenstern und die Koflers und die Lötzels und so weiter, die jahrzehntelang eigentlich die Szenerie bestimmt haben, dass jetzt mal eine Delle kommt? Beides. Also es ist schwer zu erklären und doch irgendwo normal. Ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass sie nach dieser goldenen Generation mit Morgenstern Schlierenzau sofort den Anschluss gefunden haben mit Kraft. Der hat letztes Jahr alles dominiert, ist Doppelweltmeister geworden. Und ich habe gerade noch das Ergebnis des letzten Jahres hier angeschaut, waren 4 Österreicher unter den ersten 7. Also es ist eine leistungsstarke Mannschaft. Es kamen ein paar Dinge zusammen, dass sie als Team, die können nicht abrief und dann hing alles an Stefan Kraft. Dann hat er auch, sage ich mal, menschliche Züge gezeigt. Und von dem her ist es auch irgendwo einfach auch, liegt in der menschlichen Natur, dass es nicht immer läuft. Und von dem her, aber ich denke, wir sind Fachleute am Werk und auch für Olympia ist es, die sind nicht so schlecht, wie sie jetzt dastehen. Die werden dort ein gefährlicher Gegner sein. Könntest du uns Normalverbraucher Skispringen erklären? Was ist beispielsweise zu Beginn der Saison mit den Slowenen los gewesen? Jetzt auf einmal scheint es wieder zu gehen. Manche Sachen sind nur schwer nachvollziehbar und erklärbar. Vielleicht ist das auch der Reiz des Skispringens. Vermutlich, ja. Also wie gesagt, was mit dem Slowenen los war, kann ich nicht erklären. Ich habe selber genug zu tun mit der eigenen Mannschaft. Ich bin froh, dass unser Konzept wieder ganz gut aufging. War im Sommer nicht so klar, dass wir so eine Saison springen. Als Publikum wurde ja auch, dass Severin Freund sich zum zweiten Mal schwer verletzt. Es hat sich in eine positive Richtung entwickelt. Andy Wellinger konnte sein Niveau annähernd halten als junger Springer. Ich bin sehr zufrieden mit ihm, auch wenn es nicht so fabulös geht wie in der letzten Saisonhälfte. Er ist immerhin Nummer 3 der Welt. Dann kam Richard Freitag dazu, wo wir seit Jahren wissen, dass er ein hohes Potenzial hat. Und auch das gesamte Team ist gut gesprungen. Das ist dann oft so, wenn der Sicherheit reinkommt in die Mannschaft und das Vertrauen ist in die eigenen Wege, in das eigene Material, dann funktioniert das oft mal ganz gut. Und von dem her bin ich froh, dass unser Plan aufging. Und bei den anderen Nationen, da Okay. Kann ich nur bedingt Jeder reinschauen. sich selbst der Nee, Nächste. da kann ich Ja, nur bedingt ja, reinschauen. Ich habe ein paar ja. Vermutungen, aber das ist Ja. unseriös, über das zu spekulieren. Werner, was ist im Skispringen? Ich habe dir die Frage, glaube ich, schon mal gestellt. Was ist planbar? Was kann man sagen, okay, 3 Monate vorher, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, weil ich zu diesem Zeitpunkt mit der Truppe richtig in Form sein will. Wie kann man das im Skispringen machen? Geht das überhaupt? Ja, es geht schon, in einem gewissen Maße geht es schon, dass man natürlich speziell das körperliche Training ganz gut plant, dass man hier die Basis holt, dass man im Winter wirklich das durchstehen kann, dass das Kraftniveau stimmt, dass Belastbarkeit stimmt. Man muss halt auch im Sommer fleißig testen und machen im Bereich der Materialabstimmung, dass man im Winter nicht mehr zu viel zu tun hat.
und muss halt schauen, dass man speziell diese Belastungs- und Regenerationszyklen gut plant, dass die Leute immer frisch genug sind zum Skispringen. Weil wenn man übermüdet mal reingeht, dann schleichen sich Fehler ein, die man da nicht so spürt. Und wie gesagt, das sind so die Dinge, die man planen kann. Entschuldige mal, das heißt aber im Klartext, du musst deine Springer wirklich ganz genau kennen. Ja, so ja, nach dem Motto, was kann ich tun, was kann ich nicht tun, muss ich streicheln, muss ich die Peitsche nehmen? Ja, natürlich. Und es ist, wie gesagt, dann ist es halt auch in der Ansprache, was die Technik betrifft, da ist auch jeder ein bisschen anders. Und da ist natürlich wichtig, dass du ein eingespieltes Trainerteam hast. Das macht sehr viel aus, dass die internen Kommunikationsabläufe stimmen. Auf das lege ich sehr viel Wert, auch wie wir als Trainerteam zusammenarbeiten. In dem Moment, wo hier, da darf kein Blatt Papier reinpassen. Ansonsten gibt es so Eigendynamiken, die man nicht mehr steuern kann. Wie gesagt, es gibt gewisse Voraussetzungen von erfolgreichen Teams, die sind da, aber es gibt keine Garantien. Du würdest mir die Frage sicher auch ehrlich beantworten. Richard Freitag noch in Klingenthal, Anfang Oktober. Und Richard Freitag dann zu Beginn der Saison. Was ist geschehen? Das ist komplexer. Also er hat insgesamt im Sommer, sage ich mal, nicht so schnell reingefunden. Da haben wir einen Weg gefunden für ihn, dass wir mal ihn aus dem Rhythmus reißen. Erst einmal nicht mit der Weltcup-Truppe gefahren, sondern mit der Continental-Cup-Truppe. Aber eher mit dem Ziel, auch wieder mal Springen gewinnen zu können. Und interessanterweise hat es gar nicht geklappt. Er hat keinen Springer gewonnen, aber er hat einige Probedurchgänge gewonnen. Und ich glaube, dass der Gedanke dort gereift ist, auch der Stellenwert, sein eigener Stellenwert, wo sieht er sich, was möchte er erreichen für sein Investment im Sport. Und es hat dann, wie gesagt, in Klingenthal noch nicht funktioniert. Das war aber auch ein schwieriger Wettkampf da beim Sommer Grand Prix, da war es sehr windig. Und dann hat er im Oktober hat er zu Hause im ruhigen Training auf den Eisspuren in Garmisch und in Oberstdorf hat er in die Spur gefunden. So. Und dann war für ihn, würde ich sagen, auch nicht unglücklich, dass der Weltcup in Wiesla losging. Bei ganz guten Bedingungen hat er die ersten Durchgänge gleich gewonnen und dann hat er sehr viel Selbstvertrauen gehabt. Und dann haben auch die Chancen, die bisher ihm Schwierigkeiten bereitet haben, wie Nizhny Tagil, haben dann super funktioniert. Und dann, wenn sowas läuft, dann kommst du in den Lauf. Aber wie gesagt, er hat sich mehr als verdient, er kämpft jahrelang. Und die Basis ist auch im Sommer gelegt worden. Auch wenn die Ergebnisse oft nicht zeigen, ist die Basis hier gelegt worden. Willing ist jetzt, wie gesagt, auch nicht Schwerpunkt unserer Unterhaltung. Wir schauen in Richtung Korea, das ist völlig klar. Und die Frage muss natürlich stehen, womit wärst du zufrieden und womit wärst du nicht zufrieden? Das Ziel ist klar, also wir wollen auf jeden Fall zwei Medaillen machen. Sagen wir mal, eine im Einzel, eine im Team. Das ist so die Vorgabe, die wir uns auch selber stellen. Ich fahre relativ entspannt hin, weil ich bin der Meinung, dass wir als Trainerteam die Voraussetzungen geschaffen haben. Wir werden hier, je nachdem wie das Willingen-Springen ausgeht, wir werden von den letzten vier Springern, die runterspringen in Korea, werden zwei Deutsche sein. Vielleicht sogar von den letzten drei Springern werden zwei Deutsche sein. Und so ein Wettkampf hat dann wieder eine Eigendynamik dort. Man weiß es nie genau. Letztes Jahr hatten wir einen super Tag, einen mittelmäßigen, einen eher bescheidenen Tag. Welcher Tag X hier bei Olympia auf uns wartet und wie die Leute ihr Leistungsvermögen abrufen. Aber wir haben mal zwei Leute, die wirklich berechtigterweise aufs Podium schielen. Und auch im Team haben wir letztes Mal in Zakopane gezeigt, dass wir zu den besten drei Teams gehören. Da wird sicherlich Markus Eisenbichler ein bisschen das Zünglein an der Waage sein, wenn er seine Topform wieder erreicht und die große Chance in Korea, die könnte ihm liegen. Dann werden wir auch ins Rennen um Gold geworfen. Wenn nicht, dann müssen wir mit einer Medaille sehr zufrieden sein, weil die vier, fünf Nationen doch auf absolutem Top-Niveau springen. Aber zwei Medaillen wollen wir schon machen. Ist der Vierer fix oder gibt es in einer Position vielleicht noch eine Möglichkeit, dass man tauscht? Ja, gibt schon. Wir haben hier Stefan Ley und Karl Geiger sind ziemlich auf Augenhöhe. Ja. Und von dem her wird es dann vor Ort entschieden, wer der vierte Mann ist. Okay. Werner, dann wünsche ich dir und der Mannschaft, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Bis auf den Sturz von Richard Freitag ist das bis jetzt, toi, 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 ja, relativ gut gegangen. Und dann sind wir gespannt, was da kommt. Danke für das Interview. Danke auch.